Wisst ihr, manchmal sitze ich so da und überlege, wie machst du jetzt am besten ein Intro? Dann fällt mir auf, was ein Vollidiot ich bin und dann. Ja, und damit herzlich willkommen zu Kiosk, einem Kurzhorror-Game. Davon gibt es ja sehr wenig auf meinem Kanal. Ich habe mir jetzt irgendwie 5, 6 Kurzhorror-Games gezogen, die ich alle diese Nacht noch aufnehmen werde. Ja, es ist 0:46. Ich hab Bock und ich würde sagen, wir starten einfach mal ins Game rein. Wo ist der Unterschied zwischen Continue und Play, wenn ich es noch nie gezockt habe? Es macht keinen Sinn. Tag 1. Okay. Ich weiß nicht genau, worum es hier geht. Ich weiß nur, dass wir anscheinend Dinge verkaufen müssen und das halt sehr gruselig sein soll. Ich darf noch nicht mal die Glocke klingeln. Alles klar. Aber wo ist das Telefon? Da ist das Telefon. Hallo? Ah. Hallo Kind. Ist Michael dein Boss? Ich wollte dir nur viel Glück wünschen bei deinem ersten Tag hier. Mann, jetzt muss ich um 0:50 nochmal mein Englisch auffrischen. Also ich weiß, was es heißt, aber ich bin gerade zu dumm, es zu übersetzen. Also der letzte hat es nicht so lange ausgehalten, aber er hofft halt, dass wir es schaffen. Man hat paranormale Aktivitäten gedingsbumst. Und irgendwann hat er halt, war er halt nicht mehr da. Und man hat nie wieder was von ihm gehört. Er hat Notizen an den Wänden hinterlassen. Ignoriere diese. Werde ich nicht tun. Wenn du Hilfe brauchst mit irgendwelchen Rezepten, kannst du ins Kochbuch auf dem Tisch gucken. Und wenn du Zutaten brauchst, sind immer welche im Storage Room. Alles klärchen. Wir schließen um 12. Vergiss nicht, die Tür abzuschließen. Alles klar. Was ich schon die ganze Zeit machen will. Bing. So. Kochbuch, also, ist mir egal. Ah, guten Tag, Abend. Ach so, ja. Ja, ich bin auch neu. Dann bestell was. Plain Hotdog. So ein Hotdog. Wurst, Brot, Salat. Ja. Wir brauchen ein Brötchen. Das legen wir da hin. Dann brauchen wir Würstchen. Die es hier nicht gibt. Das heißt auch schon. Wer schlau aufgepasst hat, weiß. Aha. Okay. Flump. Muss ich das jetzt einfach. Ah! Hier, bitteschön. Sorry, Digga. Geht um. Nacht. Entschuldigung. Geht nachts bei so einem Kackwetter in einen Imbiss und erwartet natürlich 5-Sterne-Ware. Kein Kollaps. Sag mal, ich will nicht, dass die Wurst da. Jetzt ist die verbrannt. So, ihr verpisst euch jetzt alle hier von meinem Tisch, sonst werde ich gleich sauer. Du kommst jetzt mit. Auf. Auf. Mann. Roh. Gekocht. So. Bitteschön. Ja. Ah, danke schön. Guck mal, sie hat sogar Trinkgeld gegeben. Bing. Okay. Das ging wirklich schneller als erwartet. Ich hasse es. Wurst.
Gibt's ja nicht eine Uhr, weil ich sollte doch irgendwie darauf achten, dass wir 12 Uhr schließen. Kein Plan. Hallo. Hey man. Gib mir einen Burger mit Käse. So unfreundlich kann man doch echt nicht sein, oder? Kann er nicht bitte sagen? Kann er nicht irgendwas sagen? So, und bevor die Scheiße wieder von vorne anfängt, kommst du darauf und jetzt warte ich, bis es fertig ist. So. Einen Moment, Sir. Ich bin. Nein! Ah, verdammte Scheiße. Nicht mal Fleisch kann ich kochen. So. Zack. Käse. Käse, 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 Käse. Plump. Gib mir das. Zack. Käse. So. Bitteschön. Ich bin Lebensretter. Ich mag dich jetzt schon mehr als den anderen Typen. Hier. Du gehst. Oh, schon wieder Trinkgeld, glaube ich. Wenn ich Englisch besser könnte, wüsste ich es 100%. Wow. Aber warum sind hier so viele Messer? Guck mal, es ist 12 Uhr. Ich muss schließen. Ich muss gehen. Ich muss nach Hause. Ich habe Feierabend. Bing. Hallo. Gib mir einen Kaffee, einen Burger und einen Hotdog. Ach du Scheiße. Beides nur mit Ketchup. Und ich soll mich beeilen. Jetzt habe ich vergessen, was er will. Kaffee. Scheiße, wie macht man Kaffee? Genau, so. So, das macht jetzt hier. Hotdog. Auch klar. Flump. Scheiße, ich hab schon Käse beworfen. So. So, du kommst jetzt mit. Kriegst jetzt das große Messer. Ist mir so egal. Zack. Rauf da. So, jetzt. So, dein Hotdog ist schon mal fertig, junger Mann. Das ist jetzt. Ich hoffe, das ist jetzt einfach fertig. Burger Patties sind hier. So. Zack. Wie es hier aussieht in meiner Küche, ey, ist das unfassbar. Uno momento. Ich bin gleich für sie da. Ich bin gleich fertig. Müssen halt kurz warten. Sag mal, willst du mich eigentlich verarschen? Oder? Nimm den schon mal. Wie jetzt? Ich hab. Was mach ich denn hier eigentlich? So. Ja, kann man ja nicht wissen, wenn man es nicht liest, ne? So. Dann nochmal der Hotdog. So, wenn diese Maus jetzt nicht aufhört zu wackeln, dann passiert halt einfach gar nichts. Oh, einen Moment, der Herr, ich muss erstmal dieses dreckige Brötchen. Nein, ich nehme sauberes, komm. Ich bin nett. Use, plump, zack, Hotdog und ihr scheiß Kaffee. Bitteschön. Dankeschön, du bist der Beste, du machst einen guten Job, warte, Punkt, Punkt, Punkt. Ich will nicht. So, jetzt drehe ich mich um und da ist der Jumpscare. Einer der Prank Bros. Oh, what?
Er hat nicht mal bezahlt. Oh mein Gott, Junge. Du bist der wahre Jumpscare. Ich liebe den Geruch von Regen. Punkt, Punkt, Punkt. Was ist Lettuce, Digga? Es tut mir leid, dass ich in Englisch scheiße bin, ja. Mann, kann ich auch nichts für. Und eine kalte Soda. Gar kein Thema. Was wollte er? Scheiße, ich hab vergessen, was er wollte. Ein Hotdog mit Blinks und eine kalte Soda, genau. Oh, geil. Wer den Geruch von Regen so liegt, kriegt er ein sauberes Brötchen. Habe ich liegt oder liebt gesagt? Was habe ich gesagt? Wissen Sie es? Ja, würde ich auch blöd gucken. Okay, ich habe es gerade so, bevor es verbrannt ist, noch. Ja, das ist ja Mustard. Was bist du? Er möchte Salat. Flatsch. So. Hotdog mit Salat und Ketchup. All klärchen. So. Bitteschön. Und eine kalte Soda möchte der Herr. Bier, Soda. Bitteschön. Dankeschön. Kann ich dich etwas fragen? Sicherlich. Hast du nicht ein bisschen Angst nach dem, was mit dem anderen Mann passiert ist? Was ist mit ihm passiert? Du weißt es nicht? Nein. Er war mein Freund. Dann ist er verrückt geworden. Hat angefangen, Dinge zu sehen. Das letzte Mal, als ich ihn sah, habe ich Angst in seinen Augen gesehen. Punkt, Punkt, Punkt. Anyways, gotta go. Danke fürs Geld, Bruder. Ich wusste es. Ich wusste, ich schwöre auf alles. Ich wusste, dass genau das passiert. Und trotzdem habe ich mich erschrocken. Okay. Habe ich jetzt hier eigentlich mal irgendwie, kann ich nach Hause, es ist 12 Uhr, ich habe schon wieder 7 Kunden, gehen Sie weg, ich habe Feierabend. Oh, das tut mir sehr leid. Seine Frau hat ihn verlassen und er braucht irgendwas, um die Schmerzen zu töten. Gib mir 5 Bier, kalte. Eigentlich bin ich ja nicht so der Unterstützer von Alkohol, aber... Sein Leben läuft echt beschissen. Jetzt ist ihm einfach das Bier vor der Fresse zerplatscht. Plump. 1. Ich krieg gleich 1 mit der Flasche gezogen. Pass auf. 2. 3. 3,5. Spaß. Unlustig. So. 5 Bier. Dankeschön. Ja, anstatt. Guck mal. Seine Frau hat ihn verlassen, er ist jetzt alleine und einsam, anstatt er mit mir hier chillt, damit ich mir die creepy Scheiße nicht geben muss. Endshift, easy peasy. Tag 2. Das hat mehrere Tage, Digga. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Wie viele Tage hat der Scheiß? Bing. Gib mir einen Hotdog und ein kaltes Bier. Ey, du bist es wieder. Warte kurz. Letztes Mal bist du weggerannt und hast nicht bezahlt. Werde nicht. Oh nö, jetzt habe ich ihn irgendwie hardcore beleidigt und er ist jetzt eingeschnappt und ich werde das noch bereuen und er wird meinen Laden anzünden und oh mein Gott, ich... kann und will das alles nicht mehr. Hier passieren schlimme Dinge. Pff. Ob ich mir das merken kann, Digga. Ich habe Alzheimer. Ich werde schon wieder vergessen, was er wollte. Auf jeden Fall 2 Burger. Warte. Ich streng jetzt mal mein Gehirn an. Er wollte 2 Burger. Ein mit... Salat. Ketchup und Senf. Flump. Und einen. Tut mir leid, ich mache es neu.
Scheiße. Ich habe einfach ein Burger Patty verbrannt. So. Einen Moment, die Dame. Ich muss kurz. So. Das. Das. Und das. So. Bitteschön. Und jetzt ein mit. Habe ich. Dein mit Käse, Dings und Ketchup. Oh, alles klar. Dings und Ketchup. Ja. Trotzdem hat er den Burger genommen. Warum nehme ich Würstchen mit, wenn ich einen Burger mache? Ich bin mental nicht mehr gesund. So. Zack. Kriegst jetzt einen Burger mit Käse. Er hat nicht mal Käse gesagt. Du hast nicht mal Käse gesagt. Du verarschst mich einfach nur. Du spielst mit meinen Gefühlen. Blöd, Mann. Käse. Okay, ich hab. Vielleicht doch. Scheiße erzählt. So. Bitteschön. Dankeschön. Ja. So, jetzt dreh ich mich um, Jumpscare. Nee. Okay. Doch nicht. Hallo. Wie wär's mit Hallo? Bier, ein Hotdog, Senf und Ketchup. Bier. Flump. Und ein Hotdog. Ja. Ich habe keine Hotdog-Dinger mehr. Scheiße, nee. Jetzt muss ich in dieses Lager gehen, wo ich schon 3 Jumpscares gefressen habe. Eine Sekunde, ich hole kurz Brötchen aus dem sehr gruseligen Hinterzimmer. Nein, ich brauche. Da. Buh! Entschuldigung, nicht lustig. Ich f*** diese Maus wirklich. Ah, jetzt. Bier, ein Hotdog. Okay. Bitteschön. Dankeschön. Hast du von dem Mann gehört, der gestern beim Autounfall gestorben ist? Ich habe gehört, seine Frau hat ihn verloren. Oh. Ich habe damit nichts zu tun. Keine Ahnung. Hallo. Ein Kaffee bitte. Ich muss die ganze Nacht lernen. Becher. Kaffeekapsel? So, jetzt müssen wir warten. In der Zwischenzeit, wie geht's Ihnen? Ja. Hier. Das war schnell. Ich danke Ihnen so sehr. Ich habe viele komische Geschichten über diesen Platz gehört. Sind sie wahr? Das siehst du, ob ich ihn auch sehe. Wen? Nevermind. Ich muss gehen, es ist Mann! Es wird spät. Keep the change, behalt den Rest oder so. Keine Ahnung. Ihr könnt nicht um 1.06 Uhr von mir erwarten, dass ich noch Englisch-Künste rausballern kann. Bing. Der nächste, der kommt, kriegt Salat in die Fresse.
Ein Burger mit Käse und kaltes Bier. Oh, das Klärchen, Bruder. Uno momento. Ich müsste... Ah! Hat er nicht gesehen? Ein mit Käse und ein kaltes Bier war es, ne? Ja. Oh, ich habe nur noch warmes Bier. Ich glaube, ich muss es kühlen. Wir müssen einfach mal alle ein bisschen überlegen. Oh, mit Käse. Käse. Alles klar. Flump. Bitteschön. Und kalte Bier. Wir müssen warten, bis das Bier kalt ist. In der Zwischenzeit, warum sind sie so hässlich? Entschuldigung. War nicht so gemeint. Ich hoffe, das Bier ist jetzt... Da oben ist noch Bier. Alles klar. Ich habe komplett unnötig ein komplett neues Bier rausgeholt. Nur für sie. Deswegen trinken sie jetzt dieses Bier und verpissen sich. Ja. Ich weiß auch nicht, warum ich so ein unlustiger Vollidiot bin, aber... Wenn man sonst nichts zu tun hat... Nee. Muss dann nicht sein... Ich gehe da jetzt raus. Mann, halt doch mal still. Ich gehe da jetzt raus und krieg einen Jumpscare. Oh nein, das war der Geist von dem Autofahrer. Und das, ich hab gelacht. Möchtest du einen Witz über Pizza hören? Also dieser Jumpscare war erstens arschlustig und zweitens absolut geschmacklos. Also, ja. Was möchtest du nochmal? Ein Kaffee und ein Hotdog mit Ketchup. Ein Hotdog mit Ketchup. Hier müssen irgendwo noch Würstchen liegen. Genau. Flump. Ja, kann ich ja nicht machen, sonst ist hier wieder... Ist hier wieder Dings... Verbrannt. So. Burger-Dings-Bums. Mit Käse war das, ne? Nee. Hätte ich fast wieder alles falsch gemacht. Kannst du mal sehen. Digga. Entschuldigung, aber diese Maus ist... Ja, ich bin dabei. Ich habe die Maus gehauen, nicht mit dir geredet, Digga. Also, findet euch auch alle überwichtig, nur weil ich unterbezahlt in einem Kiosk arbeite oder was hier und mich die ganze Nacht erschrecke. Okay, zweite Nacht geschafft. Zweiten Tag. Dritter Tag. Ich glaube, dadurch, dass das Video schon so lange geht, ich heb mir den dritten Tag, ich kann mir auch denken, dass es 4 und 5 noch gibt, ich heb mir das auf für einen anderen Part. Ja, wenn es euch bis jetzt gefallen hat, halt die Fresse, ich mache ein Outro. Wenn es euch bis jetzt gefallen hat, dann ist das sehr schön, weil ich bin an sich ein unlustiger Idiot. Ja, haut da rein.